anderen Ende der Tanzfläche steht er im Schummerlicht. Ein Bild von einem Mann, wow, dieses markante Gesicht. Ich tänzle auf ihn zu, auf einmal sind wir uns nah. Ich sehe ihn jetzt ganz deutlich und denke, naja. Abstand hat auch was Gutes, ein Hoch auf die Distanz. Denkst du erst, boah, geil. Hat es seinen Vorteil, wenn du es von Weitem genießen kannst. Abstand halten ist grad in, doch machte es schon immer Sinn. Gefahr herrscht auf der Autobahn, ohne Abstand aufzufahren. Bei Waldemar, dem Nachbarshund, ist zu viel Nähe ungesund. Ich setz mich nie auf ein WC, vor allem nicht im ICE. Wie oft hat's mich schon umgehauen, beim Griff in den Elektrozaun. Und Fernbeziehung find ich gut, ist Stefan weg, dann treff ich Knut. Abstand hat auch was Gutes, ein Hoch auf die Distanz. Zu viel Nähe ist gefährlich und hat auch, sind wir ehrlich, oft eine krasse Penetranz, sagt zum Fuchs die Gans. Dieses Social Distancing ist im Grunde nicht mein Ding. Doch, das muss ich schon mal sagen, hilft es mir an manchen Tagen. Keine Angst mehr, schlimm zu stinken, darf ja nur von Weitem winken. Und ich kann zum Glück stattdessen Döner mit alles und Knoblauch essen. Keine Wangenküsse mehr vom Drei-Tage-Bad Jean-Pierre. Homeoffice ist echt ein Segen, keine nervigen Kollegen. Und daran ist nicht zu rütteln, nie mehr feuchtes Händeschütteln. Abstand halten ist vernünftig und zwar mindestens 1,50. Das war jetzt mein Christian Drosten-Gesicht. Hat man es gesehen? Abstand hat auch was Gutes, auch wenn's langsam damit gut ist. Denn nach langer Zwangshygiene, wochenlanger Quarantäne, sehn ich mich, ich kann nicht lügen, sogar nach überfüllten Zügen. Die Flasche wieder kreisen lassen, mitten rein in Menschenmassen. Einfach mal einen Fremden küssen, ohne gleich zum Arzt zu müssen. Hertha gegen Lissabon, live im Olympiastadion. Statt auf Skype meine Oma im Ganzen sehen und endlich wieder tanzen gehen. Im Kino wieder kräftig kuscheln, nicht mehr hinter Masken nuscheln. Es wird euch ja genauso gehen. Wir wollen wieder Gesichter sehen. Dass Hunderte ins Theater strömen und wir endlich wieder Abstand vom Abstand nehmen. So, und ich glaube, jetzt brauche ich echt mal wieder ein bisschen Abstand von dir.